Gerne hätten Arno Eich und der Steinhof gestern wieder bei der Night of Lights mitgemacht. Doch leider hat das Regenwetter ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch findet der Vereinsvorsitzende des Duisburger Steinhofs die Aktion wichtig. Ich finde die Idee gut, auch wenn ich sage, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ernüchtert, weil das ist die zweite Night of Lights. Wir hatten die vor einem Jahr gehabt, ne? Und wenn man sich dann anschaut, was ist passiert, ne, muss man eigentlich ein Resümee ziehen, das eher sehr kritisch zu betrachten ist, weil es hat sich nicht viel getan und wir bekommen das hautnah mit und wahre Hilfestellung gibt es eigentlich nicht. Und deswegen ist die Night of Life, ne, auch nochmal wachrütteln, ja, auch wenn ich, wie ich schon eben gesagt habe, ne, da tatsächlich wenig Glauben habe, dass es jetzt endlich mal hilft. Denn die Situation in der Veranstaltungsbranche ist weiterhin problematisch. Durch die Corona-Beschränkungen wurden viele Konzerte und Veranstaltungen abgesagt und verschoben. Bis diese dann stattfinden, können somit auch keine neuen Events organisiert werden. Die Absagen, die sind ja jetzt nicht von gestern auf heute gekommen, sondern die sind ja jetzt schon über ein Jahr sozusagen Tagesgeschäft. Das heißt, Künstlerinnen, Künstler, Veranstaltungstechniker, Agenturen und so weiter und so fort haben zum einen erheblichste Einnahmeausfälle gehabt und zum zweiten muss man ganz klar sagen, die Planbarkeit für zukünftige Veranstaltungen, auch bereits verschobene Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr oder dergleichen, die ist so gut wie gar nicht gegeben. Also ich spreche jetzt ausschließlich über Indoor-Veranstaltungen. Trotzdem versucht Arno Eich mit seinem Steinhof Alternativen zu finden, um die Veranstaltung auch mit den Corona-Vorschriften bestmöglich zu organisieren. Wir erhoffen uns, dass jetzt mit dem Beginn, am 31.07. fangen wir an, tatsächlich mit dem ersten Indoor-Konzert wieder, ne? Und da sind alle ganz heiß. Wir können aber nur 132 Tickets verkaufen, weil diese derzeit ausgestattete Corona-Schutzverordnung eben die Möglichkeit nicht zulässt, für uns mit einer riesigen Halle, ne, mehr Leute reinzulassen. Und da kann sich jeder ausmalen, ne, wie bedingt gut das eigentlich ist, ne, und dass die Ticketpreise dann sich natürlich auch in Höhen bewegen, ne, wo gewisse Attraktivität vielleicht auch nicht mehr vorhanden ist. Ne. Darum wünscht sich Arno Eich mehr Unterstützung durch die Politik und hat auch schon eine Idee. Wir ersetzen Tickets, respektive die Tickets, die eben zurückgegeben werden müssen, weil die Veranstaltungen jetzt vielleicht final abgesagt werden müssen, die fördern wir mit einem bestimmten Betrag, der an Veranstalter und an Künstlerinnen und Künstler geht, damit man so ein bisschen Auskommen diesbezüglich hat. Das wäre sicherlich eine Alternative gewesen, die gibt's in der Form nicht. Seinen Vorschlag setzt er selbst schon um und bittet frühere Ticketkäufer, den Kaufpreis der Tickets nicht zurückzuverlangen. Und er hat einen Spendenaufruf gestartet, um die Kultur am Leben zu erhalten.